Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Moneyboxer, Börse und Wikifolio. Ich melde mich heute mal ganz spontan, weil es eine interessante News aus dem Hause Razer gab. Am Donnerstag, also gestern, ist der Kurs schon erfreulich stark angestiegen. Das habe ich erstmal locker hingenommen, weil ich ja ohnehin davon überzeugt bin, dass die Aktie deutlich höher notieren müsste. In diesem Sinne auch kurz der Hinweis auf den Disclaimer und bitte beachten, dass ich auch selbst investiert bin, sowohl privat als noch zusätzlich in meinem Real Money Wikifolio. Razer habe ich euch auch schon mal vorgestellt, das Video verlinke ich euch oben in der Infokarte. Auf jeden Fall nach diesem Anstieg gab es dann Freitagmorgen die Mitteilung, dass die Aktie in Hongkong, das ist die Leitbörse, also die Heimatbörse von Razer, der Handel ausgesetzt wird, weil es eine potenzielle Übernahme gibt. Nach Hongkonger Börsenrecht besteht die Möglichkeit oder die Pflicht, wenn ein Unternehmen Insiderinformationen über eine mögliche Akquisition oder einen Merger hat, dass der Börsenhandel dann ausgesetzt wird. Dann kam heute die Nachricht, dass die beiden Großaktionäre inklusive des CEOs mit Finanzinvestoren über einen Merger oder eine Transaktion verhandeln. Den Wortlaut blende ich euch hier auch mal ein. Im Prinzip wird alles sehr offen gehalten. Es muss quasi darüber informiert werden, dass es hier zu einer Übernahme, einem Merger kommen könnte. Aber es wird auch darauf hingewiesen, dass dies auch der Fall sein könnte, dass sich alles noch zerschlägt. Frage wäre natürlich, für wen würde Razer Sinn machen oder für welches Unternehmen könnte Razer ein gutes Ziel sein? Mein erster Gedanke sind Fintech-Unternehmen. Ja, Unternehmen, nur als Beispiel, nicht, dass das jetzt besonders viel Sinn machen würde, zum Beispiel Square. Das heißt, Unternehmen aus der Fintech-Branche, die sehr, sehr hoch bewertet sind und auf Basis ihrer hohen Bewertung zum Beispiel über ihre eigenen Aktien andere Unternehmen akquirieren können. Denn die Frage ist, wie können diese Unternehmen zukünftig weiter wachsen? Das ist sozusagen deren Herausforderung und das große Asset, was sie haben, ist teilweise die gigantische Bewertung, die sie tragen. Das heißt, für solche Unternehmen könnte Razer durchaus Sinn machen, weil Razer hat den Zugang zu den ganzen jungen Kunden. Das ist ja auch das, weshalb ich Razer so interessant als Investment Case finde, weil sie eben bei den ganzen jungen Leuten eine wahnsinnig starke Brand bereits aufgebaut haben und weil sie bereits selbst ja das Interesse geäußert haben, eine Banklizenz zu erwerben. Das heißt, auch aus dieser Perspektive würde es Sinn machen. Man könnte natürlich auch sagen, dass dadurch, dass Razer nicht die Lizenz in Singapur bekommen hat und seitdem auf der Suche ist, dass sich in diesem Zuge zum Beispiel über das Involvieren einer Investmentbank es da eben zu entsprechenden Kontakten kam und deswegen das Ganze jetzt weiter vorangeht. Also ich finde es super spannend. Am Montag wird der Handel in Hongkong wieder normal weitergehen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass der Kurs erstmal positiv reagieren wird. Und dann werden wir über die Zeit sehen, wenn es weitere Informationen zu einem potenziellen Deal gibt, wie es weitergeht. Grundsätzlich glaube ich aber, dass wir jetzt erstmal nach unten sehr gut abgesichert sind. Razer war ohnehin meiner Meinung nach unterbewertet. Es bleibt spannend, wie es weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Lasst mir gerne unten in den Kommentaren mal wissen, wie ihr einerseits dieses Format grundsätzlich findet, so kurzfristig ein Video zu News zu machen und zum anderen, wie eure Meinung zu dem Razer-Deal ist. Ja? Welches Unternehmen könnte ein interessanter Partner sein, beziehungsweise wer könnte Razer vielleicht übernehmen? Alles klar, danke fürs Zusehen. Ich freue mich wie immer über ein Abo und ein Like und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.